Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Hier ist wieder euer David. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Serie Meine Schlagtechnik. Ich möchte euch heute mal die Finger zeigen, denn diese haben viele Funktionen und die müssen natürlich auch erläutert werden. Und das werde ich jetzt machen. Funktion Nummer 1, das Festhalten der Stöcke. Ich bevorzuge es, dass meine Stöcke relativ locker in der Hand liegen, aber dennoch grundsätzlich vom Daumen und vom Zeigefinger gehalten werden. Denn eine lockere Stockhaltung ist mir wichtig, denn ich spiele sehr schnell, unter anderem so schnell, und da dürfen die Hände also nicht versteifen und auch der Unterarm nicht und auch das Handgelenk nicht, und deswegen bevorzuge ich diese ganz lockere Stockhaltung. Weiter geht es mit Funktion Nummer 2, die Kontrolle des Presswirbels. Jeder kennt einen Presswirbel, aber jeder kontrolliert ihn anders. Ich mache es aus verschiedener Art und Weise, denn ich kann alles Mögliche mit dem Presswirbel anstellen, und dazu muss ich die Finger verschieden geöffnet und geschlossen halten, und das will ich euch jetzt mal erklären. Und zwar, ich kann eine Reihenfolge von Schlägen erzeugen, indem ich den Daumen vom Stock wegnehme und die restlichen Finger auch und den Stock einfach nur hüpfen lasse. Gebe ich jetzt jedoch mehr Druck auf den Stock, indem ich meinen Zeigefinger und Daumen mehr zusammenpresse, so wird der Schlag kürzer und die Geschwindigkeit, wie der Stock auf das Fell trifft, kurz schneller. Und das kann ich so weit kontrollieren, dass es ein ganz kurzer Schlag ist und die Geschwindigkeit des Stocks, wie er auf das Fell trifft, ganz schnell ist. Und somit kann ich genauestens mit den Fingern kontrollieren, wie ich den Wirbel haben will. So, kommen wir nun zu der letzten Funktion meiner Finger, und zwar das Öffnen der Hand bei hohen Geschwindigkeiten. Also, ich spiele aus dem Handgelenk heraus, und wenn ich eine ganz schnelle Bewegung mache, wie die hier, muss ich die Hand etwas öffnen, damit der Stock schön locker und easy in der Hand liegt. Denn das Handgelenk, was wir hier haben, das muss entlastet werden. Und somit muss ich den Stock sehr locker halten, damit er schön locker in der Hand liegt und mir sehr hohe und gute Geschwindigkeiten ermöglicht, ohne dass meine Hände versteifen. Ich kann das ja mal demonstrieren. Bei langsamen Schlägen wie die hier zum Beispiel, da habe ich noch meine Hände geschlossen. Aber werde ich jetzt schneller,
öffne ich schon meine Hand, um mein Handgelenk zu entlasten. Aber will ich noch schneller werden, passiert genau dasselbe. Ich öffne meine Hand, um mein Handgelenk komplett zu entlasten, damit es nicht versteift. Und das ist halt eben dieser große Vorteil von dem Handöffnen. Das Handgelenk wird nicht versteift und ermöglicht somit den großen Dynamikbereich von sehr leise bis hin zum richtig schönen, kräftigen und lauten Rimshot, so wie ich es brauche. Ja, ich hoffe also, euch hat dieses Video gefallen. Bitte, wenn ihr es mögt, dann macht mir ein Abo und gebt dem Video einen Like. Und wenn ihr es halt eben nicht mögt, dann gebt dem Video ein Dislike. Aber bitte seid so lieb und klickt unten auf den Abo-Button. Das würde mich sehr, sehr gut freuen. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Video wieder. Und da möchte ich über das Handgelenk sprechen, denn das ist bei mir sehr, sehr, sehr wichtig. Also macht es gut, bis zum nächsten Video. Ciao!